Hey, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hatte ehrlich gesagt nicht vor, noch ein zweites Video zum Thema Pilzfotografie zu machen, aber zum einen sind die Bedingungen aktuell so gut, es wachsen überall Pilze. Ich bin hier gerade in Mushroom Kingdom gestolpert. Hier ist alles voll. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu fotografieren. Und zum anderen war das Interesse an meinem letzten Video einerseits sehr hoch, andererseits habe ich aber auch gemerkt, dass ich viele Dinge nicht wirklich erklärt habe, die für mich in dem Moment wahrscheinlich selbstverständlich waren, weil ich da so drin war, für viele andere aber nicht. Und das sind ein paar Fragen, die ich in diesem Video gerne beantworten würde zum Thema Equipment, zum Thema Belichtung, wie belichte ich und worauf achte ich, Komposition und so weiter. Ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich in den letzten Tagen so aufgenommen habe und werde dazu ein bisschen was erklären und nebenbei immer mal was zum Thema, wie mache ich das Ganze eigentlich und was sind die Fragen, die euch interessieren, einwerfen. Ich muss wirklich sagen, wenn man einmal angefangen hat, Pilze mit Kunstlicht auszuleuchten, ist es in gewisser Weise schwer, wieder zurückzugehen. Und das ist schön und schade zugleich, denn einerseits kriegen die Fotos immer eine sehr ähnliche Stimmung, wenn wir die mit dem Licht ausleuchten und nehmen dieses klassische Naturfotografische, dass man festhält, was man sieht, was da ist, was die Natur einem gibt, was eigentlich auch das Besondere an der Naturfotografie ist. Aber andererseits sind die Lichtstimmungen, die man damit erzeugen kann, so einzigartig und so mystisch und so schön, dass ich wirklich sagen muss, auf gewisse Weise hat das die Art, wie ich Pilze fotografiere und wie ich an das Thema Pilzfotografie herangehe, wirklich verändert. Und so wird das mit Sicherheit auch vielen von euch gehen, die damit einmal angefangen haben, sich das Licht selber so zu zaubern, wie sie es gerne hätten. Eine der Fragen, die ich häufiger mal bekommen habe, war, was für ein Equipment braucht man eigentlich, um solche Fotos zu machen? Brauche ich dafür ein Makroobjektiv? Was für ein Stativ benutze dafür? Weil ich komme immer nicht so tief Richtung Boden, wie ich gerne würde. Ich benutze dafür eine Fujifilm X-H2S mit einem 16-55er die meiste Zeit. Ich benutze kein Makroobjektiv. Ich habe ehrlich gesagt nur ein Makroobjektiv, was sehr alt ist, was ohne Autofokus funktioniert. Und da kommen wir auch direkt zur nächsten Frage: Wie schätze ich die Abstände ein, die ich brauche zwischen den einzelnen Fotos und welche Blende benutze ich und so weiter? Ich benutze einfach Blende 2.8, weil ich den Hintergrund möglichst blurry haben will, möglichst viel Separierung von dem Vordergrund zu dem Hintergrund, von dem Objekt zu dem Hintergrund. Und das Gute an der Kamera hier ist und sicher auch an vielen anderen Kameras, die es draußen gibt, die Kamera hat so einen Focus-Bracketing-Modus und dieser Modus erlaubt es mir, den Anfang und den Endpunkt anzugeben von der Fokusebene, und die Kamera entscheidet für sich dann, wie viele Fotos sie dazwischen machen muss und in welchen Abständen. Also das ist für mich sehr, sehr einfach, scharfe Fotos von Anfang bis Ende zu kriegen, weil die Kamera die Arbeit übernimmt. Wenn sie das nicht macht, dann würde ich euch empfehlen, die Blende nicht ganz so weit aufzumachen, da ihr es einfacher habt, die einzelnen Abstände abzuschätzen und die von Hand zu fokussieren. Das würde ich dann alles im manuellen Modus machen. Dann habt ihr es einfach leichter zu fokussieren, ohne dass euch am Ende ein Foto dazwischen fehlt. Thank you.
Generell würde ich empfehlen, sehr experimentell an die Sache ranzugehen und auch mal mit Brennweiten rumzuprobieren. Auch wenn ihr ein Zoom-Objektiv habt, ruhig mal die kürzeste Brennweite benutzen, irgendwie 16 mm oder mal 23 mm oder 30 mm. Nicht immer nur das lange Ende, was den Pilz sehr in den Vordergrund rückt, sondern auch mal ein paar andere Brennweiten probieren, die euch ein bisschen mehr mittendrin Gefühl geben. Wenn ihr zum Beispiel auf eine sehr kurze Brennweite geht, dann habt ihr ein deutlich stärkeres mittendrin Gefühl, als wenn ihr den Pilz sehr stark von dem Hintergrund separiert durch eine lange Brennweite und eine möglichst offene Blende. Zum Thema Stativ. Ich benutze sehr gerne diesen Gorilla-Pot hier. Das Schöne an dem ist, man kann den verbiegen, wie man möchte. Und auch zum Beispiel an Äste dranhängen, damit man ein bisschen höher kommt. Man hat verschiedene Möglichkeiten hiermit wirklich den Bildwinkel zu finden, den man braucht. Man kann sehr nah Richtung Boden gehen und man ist eben nicht so begrenzt, wie man mit einem Stativ immer ist. Denn die Beine von einem Stativ, die gehen, sorry wegen der Soundkulisse, ich hoffe, ihr hört mich gut hier. Hier geht es gerade total ab. Die Beine von einem Stativ, die sind immer im gleichen Winkel voneinander entfernt. Und so ein Gorilla-Pod könnt ihr auch mal variieren, dass ihr die Beine ein bisschen weiter hier auseinander dreht, damit ihr beispielsweise an einem Ast oder einem Pilz, der auf dem Boden ist, den ihr nicht kaputt machen wollt, vorbei könnt. Wohingegen ihr mit einem Stativ immer sehr begrenzt seid auf diese Gradzahl, die die Beine nun mal haben voneinander. Negativ ist, wenn ihr sehr schwere Objektive benutzt, der geht immer noch so ein bisschen nach. Und wenn ihr eine Belichtungsreihe macht oder eine Fokusreihe macht, dann kann das sein, dass sich das Objektiv oder die Kamera immer noch so ein bisschen nachbewegen. Also wenn ihr den ausgerichtet habt, dann lasst ihn kurz stehen, lasst ihn kurz ruhen. Und der schwingt natürlich ein bisschen mehr als ein Stativ. Das sind alles Sachen, worauf man achten muss. Aber ansonsten finde ich ihn einfach klasse. Man kommt manchmal nicht ganz so hoch, wie man mit einem Stativ kommen könnte. Also wenn ihr beispielsweise einen Baumstumpf habt, der sehr hoch ist, mit Moos und Pilzen drauf. Ich gucke gerade in die Richtung, weil da einer ist. Dann kommt ihr mit einem Gorilla-Pod manchmal einfach nicht so hoch, wie ihr gerne würdet. Da würde ich dann ein Stativ nehmen. Wenn ihr ein Stativ benutzt und ihr kommt nicht ganz so weit runter, wie ihr gerne würdet, dann kann ich auch wirklich empfehlen, die Mittelsäule vom Stativ einfach mal falsch rum reinzustecken, von unten. Denn dann kommt ihr deutlich näher an den Boden, ohne dass ihr die Beine zu flach machen müsst, was manchmal nicht geht, weil der Boden zu uneben ist. Und dann ist es einfach ein Krampf, damit zu arbeiten. Wenn ihr die Mittelsäule einfach falsch rum reinsteckt, kommt ihr sehr viel simpler den Boden. Ist manchmal ein bisschen schwerer, die Kamera zu bedienen, aber dafür ist es leichter, den Bildausschnitt zu finden. Ich habe auch eine Frage zur Komposition bekommen und worauf ich achte, wenn ich Pilze fotografiere, wie ich die Komposition anwende. Und da gibt es ehrlich gesagt keine wirkliche Regel. Also das hängt ein bisschen mit eurer Brennweite zusammen. Je länger eure Brennweite ist, desto stärker wird der Pilz vom Hintergrund separiert. Je kürzer eure Brennweite ist, desto mehr ist dieses Mittendrin-Gefühl, wovon ich gerade eben gesprochen habe. Ich habe auch keine normale Regel, ob ich immer von unten oder immer von oben fotografiere. Ich habe Fotos wie zum Beispiel das hier, da habe ich speziell versucht, die Lamellen rauszuarbeiten mit dem Licht. Und das finde ich hat auch sehr gut funktioniert. Ich habe andere Fotos, wo ich mehr einen Tick von oben gehe, da ich den Hut von dem Pilz schön finde und den nicht verlieren will, wenn ich von unten fotografiere. Das ist im Ende einfach sehr viel rumprobieren, ne? Also da gibt es auch kein richtig und falsch. Am Ende zählt, was euch gefällt. Wo ich besonders darauf achte, ist wirklich der Hintergrund. Also ich achte darauf, dass ich keine zu stark störenden Elemente im Hintergrund habe. Ich achte darauf, dass ich beispielsweise keinen Ast habe, der im Hintergrund genau hinter dem Hut langläuft und den so im Hintergrund teilt. Ich achte darauf, dass ich keine Lücken wie jetzt hier. Hier habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Hier sind überall Lücken von den Bäumen, wo das Licht durchscheint. Und das ist sowas, da würde ich bei der Fotografie deutlich mehr drauf achten, dass ich einfach nicht so viel helle Flecken habe. Denn unser Auge ist immer hingezogen zu hellen Stellen. Das ist irgendwie evolutionsbedingt, habe ich mal gehört. Wir gucken immer nach hellen Stellen, weil das gegebenenfalls Gefahr sein könnte. Das ist sowas, wo ihr in der Fotografie auf jeden Fall drauf achten müsst. Sachen, die scharf sind, Sachen, die hell sind und Gesichter, da gucken wir mal hin. Also versucht
Sorry, ich hoffe, das ist nicht zu störend. Versucht wirklich nicht zu viele helle Flecken in eurem Bild zu haben, die nicht das sind, wo der Betrachter hinschauen soll, denn das zieht die Aufmerksamkeit einfach zu einer anderen Stelle. Ich wurde auch häufiger mal zu dem Lichtpanel gefragt, das ich hier benutze. Ich bin nicht gesponsert oder so, ich sage es einfach trotzdem, es ist von Rollei. Das ist das Rollei Lumen Pocket RGB. Das ist ein sehr kleines und recht günstiges von denen. Wenn ihr kleinere Ansammlungen Pilze habt, dann reicht das meistens. Wenn ihr größere Ansammlungen an Pilzen habt, dann ist ein größeres Panel deutlich besser. Oder ihr müsst eine Langzeitbelichtung machen und das Licht einmal darüber bewegen. Generell Tipps zum Thema Belichtung, sehr, sehr schwierig, denn es ist einfach jedes Mal unterschiedlich, je nach Pilz und je nach Komposition. Ich versuche immer nicht zu sehr von irgendwie vorne drauf zu gehen, weil ich da einfach wenig Schatten habe, ja. Und in der Fotografie geht es immer um Licht, aber auch um Schatten. Und deswegen versuche ich immer mal auch so vom Rand zu leuchten, vom Rand oder so schräg von hinten, schräg von oben und hinten oder sowas. Ich zeige euch das einfach mal anhand meines Gesichts, wenn ich das Licht einschalte. Wenn wir so beleuchten, dann wird das sehr flach. Und je weiter ich rumgehe, desto mehr Shape kriege ich in meinem Gesicht und desto mehr sieht man die Kanten, die wir vielleicht dann auch darstellen wollen. Lasst eurer Kreativität freien Lauf und damit meine ich nicht nur gedanklich, sondern richtet die Kamera aus und haltet das Licht einmal drauf, stellt die Belichtung der Kamera korrekt ein und bewegt das Licht immer weiter, leuchtet von unten, leuchtet von oben. Schaut, dass ihr möglichst viele verschiedene Formen rausarbeiten könnt und macht Testfotos, die ihr später euch zu Hause anschaut, sodass ihr zu Hause einmal betrachten könnt, was funktioniert und was nicht. Ich habe zum Beispiel von diesem Pilz hier unglaublich viele verschiedene Belichtungsreihen gemacht und zwei haben mir am Ende sehr gut gefallen, aber wirklich entschieden habe ich mich dann doch für eine, denn bei diesem Foto könnt ihr sehen, dass links der Stiel von dem Pilz mit beleuchtet ist. Und das sieht irgendwie einfach falsch aus. Ich kann es nicht wirklich erklären, aber es sieht künstlich und falsch aus. Und natürlich haben all diese Fotos was Künstliches, weil wir sie mit Kunstlicht belichten. Wir versuchen aber trotzdem eine Art von natürlicher Lichtstimmung zu erzeugen, wenn das Sinn ergibt. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich nicht mit zwei Lichtquellen arbeite, weil wir immer nur eine Sonne haben. Und jedes Mal, wenn wir mehrere Lichtquellen benutzen, dann können wir ein Foto zwar sehr, sehr fancy wirken lassen, aber nimmt das immer auch so ein bisschen diesen natürlichen Charakter. Ihr könnt wirklich alles Mögliche versuchen. Also was ich häufiger mache, ich versuche den Untergrund nicht zu stark zu treffen, damit er nicht zu hell wird, denn das wiederum nimmt die Aufmerksamkeit von dem Pilz weg. Das kann man später in der Nachbearbeitung ein bisschen fixen. Aber ich versuche trotzdem eher den Pilz als den Untergrund anzuleuchten. Der Untergrund ist oft eher eine Zugabe. Also ich versuche selten irgendwie wirklich so zu leuchten, sondern versuche eher irgendwie so zu leuchten und den Pilz ein bisschen so zu treffen. Und manchmal, wenn der Untergrund einfach immer noch zu stark beleuchtet wird, dann kann man auch die Hand irgendwie so dazu nehmen und das nach unten so ein bisschen blocken, dass das einfach nicht zu stark nach unten leuchtet, dass ihr das ein bisschen mehr lenken könnt. Generell auch, je kleiner eure Lichtquelle, desto leichter habt ihr es, gewisse Parts zu beleuchten. Je größer euer Panel, desto besser könnt ihr große Flächen beleuchten, aber eben weniger gezielt. Wenn ihr jetzt noch mehr zum Thema Stacking und wie ihr das in Photoshop macht erfahren wollt, dann schaut auch unbedingt mal in dieses Video. Und wenn ihr mehr zum Thema, wie könnte ich einen Pilz nachbearbeiten, erfahren wollt, dann schaut auch mal hier rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.